Ja, das Schöne ist, vieles ist bereits gesagt. Ich glaube, was bleibt, ist vor allem dieser tolle Titel, Berlin-Konferenz. Es darf nichts Geringeres sein als das. Was heißt das? Berlin, so sagte vor ein paar Tagen auch in unserer Viererschmiede ein junger Mann, der von außen zu uns kam, um mit uns zu diskutieren, Berlin muss die tollste, muss die geilste Stadt der Welt werden. Woraufhin wir uns nur anguckten und sagten, Moment mal, Berlin ist die tollste Stadt der Welt und ich hoffe, dass hier nicht nur alle gebürtigen Berlinerinnen und Berliner, sondern auch alle Zugezogenen mir genau in dieser Frage recht geben. Aber Berlin ist so toll, nicht unbedingt wegen der Politik, sondern in den meisten Fällen trotz der Politik. Und dass das so ist, ich finde, da können Sie klatschen, denn dass das so ist, das liegt maßgeblich auch an Ihnen. Das liegt unter anderem daran, dass es so viele Menschen in dieser Stadt gibt, die sich engagieren, die im wahrsten Sinne des Wortes machen. Die machen, selbst wenn das nicht anerkannt wird, selbst wenn ihnen teilweise sogar Steine in den Weg gelegt werden. Und ich halte dieses Machen für das größte Reichtum, das wir in Berlin haben. Wir sind nicht nur Hauptstadt der Wissenschaft, wir sind nicht nur Hauptstadt von Kultur und Kreativen, Hauptstadt der Gründerinnen und Gründer, wir sind Hauptstadt Deutschlands. Und als solche machen Sie den größten Teil dieser Stadt aus. Dass die politisch Verantwortlichen den Entwicklungen hinterherhinken, das betonen wir alle zwei Wochen in dem Saal, der jetzt hinter uns liegt. Was da so alles falsch läuft, wissen Sie, können wir auch gut sagen. Ich glaube, wir Grüne sind bekannt dafür, dass wir den Finger recht ordentlich in die Wunden legen können. Das wollen wir heute auch zum Teil machen, aber viel wichtiger finde ich, dass wir heute die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen gemeinsam, die ja die Innovatoren, die Menschen sind, die diese Stadt am Laufen halten, dass wir mit Ihnen vor allem über Lösungen reden, über kreative Lösungen, über nichts Geringeres als die Zukunft Berlins, und zwar die Zukunft der tollsten Stadt der Welt. Und damit, ja. Und warum müssen wir das machen? Ich glaube, aus dem einfachen Grund, das hat Ramona, finde ich, auch schon sehr gut zusammengefasst. Es liegt daran, dass wir in dieser Stadt noch so viel Potenzial haben, dass wir eigentlich in so vielen Bereichen, im Bereich digitaler Entwicklung, im Bereich Kunst, Sport, Wissenschaft, das Labor gesellschaftlicher Entwicklung sein könnten. Wir sind es in vielen Fällen Bereich, aber würde die Politik das noch aktiv unterstützen, dann glaube ich, dann wären wir fast die Hauptstadt der Welt. So, dass das alles so bleibt, bedeutet, wir müssen heute fleißig diskutieren. Wir müssen nicht nur sagen, was läuft schief oder was gibt es für Ideen, sondern wir müssen, glaube ich, uns auch gemeinsam überlegen, in welche Richtung könnte es beispielsweise im nächsten Jahr geben. Deshalb geben Sie uns ruhig Anregungen, geben Sie uns auch gerne Hausaufgaben mit. Darüber freuen wir uns. Und geben Sie uns auch heute schon gutes Feedback. Deshalb, ich glaube, die Twitter-Walls sind dann genau diese Bildschirme. Hashtag BK2015. Twittern Sie fleißig mit. Sie verewigen sich auf diese Art und Weise auch im Namen unserer Konferenz. Und darüber hinaus würden wir natürlich gerne mit Ihnen auch weiter in Kontakt bleiben. Denn das kann heute nur ein Auftakt oder ein Zwischenschritt sein. Aber die kontinuierliche Weiterentwicklung bedeutet, wir alle müssen miteinander im Dialog bleiben. So. Und dafür fangen wir heute an, hoffentlich mit interessanten und anregenden Diskussionen. Und das finde ich fast das Wichtigste, vor allem mit jeder Menge Spaß. Und in diesem Sinne sage ich erstmal, los geht's. Und das Praktische ist, los geht's gleich mit mir, nämlich mit dem Panel Berlin macht mit, passend zu den Berlinmachern. Und über dieses Panel wollen wir nicht nur gleich diskutieren, über die Frage, wie kommt man denn zu einer neuen Ermöglichungskultur, was ist dafür alles nötig und wie ist der Status quo, sondern ich freue mich darauf, dass ich Ihnen jetzt einen Berlinmacher, wie er im Bilderbuche steht, vorstellen darf, der uns hoffentlich mit knallig bunten Beispielen aus der Realität, aber auch mit dem berühmten Finger, den er in die Wunde legen wird, einen
Einstieg in dieses Thema bieten wird. Er ist vielen von Ihnen bekannt als der Geschäftsführer von der Belius GmbH, bekannt auch vom Modular Aufbauhaus, aber auch hier im Abgeordnetenhaus, zum Beispiel beim Runden Tisch für Liegenschaftspolitik, beim Rat der Räume und an vielen, vielen anderen Stellen, an denen man ihn gar nicht vermuten würde, im Hintergrund aktiv. Ein echter Berlinmacher. Und deshalb sage ich herzlich willkommen, Andreas Krüger. Lieber Andreas. Applaus